Hallihallo und willkommen zur 71. Folge des FIFA 13 Road to Glory. Heute geht's natürlich wieder mit Arellano und vor allem Fierro auf Torejagd. Und ja, zunächst einmal würde ich gerne alle die das Ganze noch nicht verstanden haben, irgendwie das Road to Glory, worum es geht, mal ein paar Folgen zurückgucken, worum es eigentlich geht zurzeit bei uns mit Fierro. Ja, der junge Mann, der genau am selben Tag wie ich Geburtstag hat, selbes Jahr, selber Tag und so weiter. Und deswegen wäre es ein bisschen dumm, ihn auszutauschen gegen zum Beispiel Fabian und damit ein perfektes Duo vorne zu haben. Oder ihn sogar, kam auch ein sensationeller Vorschlag natürlich, mit Quintero und Arizala ersetzen. Da ist halt irgendwie auch kein Fierro dabei. Aber gut, das war natürlich trotzdem ein Vorschlag, den ich akzeptiere. Aber hat halt überhaupt nichts damit zu tun, was wir eigentlich hier vorhaben. Wir führen schon 1-0 mittlerweile und wir gehen hier fast durch Fierro mit 2-0 in Führung. Aber es ging darum, dass wir ja weiter probieren, wieder ein bisschen mit dem Team klarzukommen. In den ersten beiden Partien, die wir mit dem neuen spanischen Liga Belfa-Team gemacht haben, haben wir ja nur 2 Tore mit Fierro erzielt, haben auch noch ein Spiel verloren. Ich glaube, so ungefähr war unsere Ausbeute in den ersten beiden Spielen. Das ist ja auch das Viertelfinale des Silbercups gerade. Also wir steigen diesmal nicht im Halbfinale ein, sondern erst im Viertelfinale. Und machen dann das nächste Spiel, wird dann halt entweder die nächste Runde sein oder wieder die erste. Aber es sah sehr, sehr, sehr gut aus, dass wir hier insgesamt doch ein gutes Ergebnis erzielen können oder erzielen wollen. Denn 2-0 führen wir. Also wir wollen natürlich eins erzielen und können es natürlich auch erzielen mit dem derzeitigen Stand. Dann ist es hier Ramaljo, unser Innenverteidiger, der vorne geblieben war, findet Fierro himself, myself, himself, selfish. Ja. Ein bisschen abgeschweift, sorry. 13-0 Fierro, wunderbarer Finesse-Schuss um den Keeper. Und man merkt, ja, dass ich in den letzten Tagen ja ab und zu FIFA 12 gespielt habe, denn ich habe schon den ein oder anderen Finesse-Schuss-Versuch angesetzt, der zum Glück in vielen Fällen zumindest nicht allzu schlecht war, aber ich habe schon gemerkt, dass ich doch das ein oder andere Mal aus Versehen versucht habe, mit Finesse-Schüssen zu gehen. Egal, 3-0 gewinnen wir diese erste Partie. Fierro mit einem Tor. Damit hat er nach 3 Spielen 3 Tore gemacht mit diesem Team. Das ging mit dem Ligue-A-Team, glaube ich, etwas schneller voran. Aber gut, wir wollen das Ganze hier ja nicht irgendwie in ja ganz schwache, ja, was weiß ich sagen. Wir wollen das Ganze hier nicht allzu schlecht angehen. Wir wollen natürlich trotzdem versuchen, dass wir irgendwie möglichst schnell auf diese 15 Tore für Fierro kommen. Komm im nächsten Spiel dann gegen dieses Ligue-A-Team mit Umtiti und Zuma hinten drin. Das ist eine Innenverteidigung, die ich nicht leiden kann. Vorne Aboubakar und Olich und dahinter noch Melix und Alessandrini und Mendes. Ryan Mendes müsste es sein. Ein sehr, sehr schnelles Team auf jeden Fall auch, das der Gegner da hatte. Unser Team ist auch gar nicht schnell dieses Mal. Also das kann man mir echt nicht vorwerfen, dass dieses Team schnell ist. Und hier im Aufgepasst, De Lucas. Also der Schuss war schon wieder so unfassbar hart geschossen. Ich weiß nicht, dass De Lucas, ihr wisst selbst, wie geil De Lucas ist, wenn ihr ihn ausprobiert habt. Wenn nicht, wisst ihr, wie gut er für mich spielt. Diesmal aber Fierro nicht mit dem Finesse, sondern mit dem wunderbaren Nearpost-OP-Powershot. Aber ja, wie gesagt, De Lucas, er hat einfach diesen bombastisch geilen Longshot. Und deswegen sind fast alle Schüsse sind alle immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Asenio lenkt den Ball hier gerade noch an den Pfosten, sodass wir mit 1-0 in Führung bleiben. Dann allerdings wieder Fierro durch, der Gegner holt den Keeper nicht raus und ich setze wieder zum Finesse-Schuss an. Sei es drum, 2-0, das Tor ist geschehen. Und es sah sehr, sehr gut aus, dass wir das Ganze hier irgendwie wieder nach Hause fahren sollten und uns den zweiten Sieg in Folge holen sollten und vielleicht Fierro noch das eine oder andere Tor ermöglichen. Aber ich musste immer auf der Hut sein, während wir jetzt kurz 39 Meter, De Lucas setzt an, Freistoß und ja, Latte. Der Typ ist einfach unfassbar geil. Ich behaupte mal jetzt einfach, hätte er, sagen wir, hätte 80 Tempo anstatt 70, was er jetzt hat, und 4 Sterne Skill Moves, dann wäre es wahrscheinlich mein Lieblingsspieler in Ultimate Team dieses Jahr, noch vor den ganzen, die ich sonst so behaupte, sowas wie Mayuka oder so, aber also der Schuss von De Lucas, sein Passspiel und so weiter ist einfach so geil, dass er einfach mit ein bisschen mehr Tempo und
Vier Sterne Skillmoves, einer der geilsten Spieler wäre, die es gibt. Und jetzt hier auch nochmal aufgepasst, mit ganz, ganz, ganz viel Glück steht es hier nicht 4 zu 0 vor der Pause fürs Erste, denn wir haben noch eine zweite Gelegenheit, wieder der Lukas Übersicht auf Diop, aber der Keeper kann das Ganze verhindern und so bleibt es beim 3 zu 0 zur Pause. Aber das Ganze sah jetzt schon doch wieder sehr vielversprechend aus, der Lukas nochmal mit dem Versuch, aber diesmal doch ein bisschen zu weit drüber gesetzt. Fierro allerdings war noch nicht fertig mit seinem Torhunger für diese Partie. Jetzt hier mit dem nächsten Versuchtor, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits, was wohl auch das Richtige war, denn war doch wohl knappes Abseits. Allerdings Fierro war ein weiteres Mal durch und trifft, na klar, mit einem Finesse-Schuss zum 14. Ich glaube, ich habe im FIFA 13 nicht ansatzweise so viele Finesse-Schuss-Tore gemacht wie jetzt in diesen zwei letzten Spielen. Aber gut, wenn es wieder ein bisschen besser funktioniert, bin ich da auch nicht abgeneigt gegen. Klar, so stark wie ein FIFA 12 wird es nie wieder werden. Aber da die Server ja down waren, irgendwie einen ganzen Tag, jetzt vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen war das jetzt, da wurde angeblich, ich habe nicht viel mitbekommen, angeblich wurde das Spiel ein bisschen verlangsamt und eher ein bisschen wieder an FIFA 12 angepasst. Aber ich kann es euch nicht unabhängig sagen. Die Infos werde ich euch vielleicht in meinem anderen Video schaffen. Ich habe es nur gerade ganz gut aufgeschnappt. Und naja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Fierro steht jetzt bei 6 Toren in 4 Spielen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ansonsten, wie gesagt, bewerten nicht vergesst, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder, was auch immer es sein wird. Und ja, bis dahin, Leute. Tschüss.